Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi. Ja, heute haben wir unseren M6 hier am Start, unseren Mayan M6. Müssen wir mal gucken, was wir... Probleme am Fahrwerk und schlüpfrige Lenkung. Na gut, wollen wir mal gucken. Da. Sonst sieht es hier aber erstmal soweit schick aus. Ja. Also hoch mit dem Ding. Das Zeug hier alles weg. Ja, da haben wir ganz schön was zu tun jetzt hier, aber das ist ja schnell erledigt. Mann! Stabi! Der nervt! Feder kann drin bleiben. Aha, hier haben wir noch was. Genauso wie er hier. Sieht auch nicht mehr gut aus. Der sieht auch nicht mehr gut aus. Raus damit. Okay, aber Bremsen und so weiter sahen ja noch ganz gut aus. Zumindest die. Ja, Bremsen waren ja auch gar nicht. Hoho. Ja. Ja, habe ich schon erwähnt, dass heute schon wieder Mittwoch ist. Zeit rast, das glaubt man gar nicht. War nur mal so eine kleine Randbemerkung, also nichts drauf geben. So, Stoßdämpfer machen wir einfach mal ab. Dann müssen wir... Oh, verflucht! Mal wieder alles abbauen hier. Oh Mann. Okay. Ich hab gedacht, ich kann es vermeiden, aber scheinbar nicht. So, jetzt haben wir aber alle Teile, also wieder ab an die Reparatur. Inventar. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn wieder vorne? Ah. Oh, nee. Autoteile laden. Koppelstange vorne. Ah, kann weg. Domlager brauchen wir auch nur eins. Den Stoßdämpfer brauchen wir zwei. Vordere Stoßdämpfer, okay.
er denn jetzt? Wer ist er mal? Da ist er. Ja, da kann man sich schon mal schnell vertun. Also doch wieder. Eine Spurstange, ein Spurstangenkopf. Richtig. Halt. Spurstange, Zahnstange und das Ding habe ich geholt. Habe ich auch noch einen Kopf geholt? Einen habe ich. Eins und zwei. Okay, dann können wir den hier entfernen. Gut, eine Feder. Wie viele brauchen wir denn? Eine vordere, zwei hintere. Schauen wir uns mal die Lager an. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4 Lager. Haben wir. So, dann brauchen wir wieder... Oh Mann. Oh! Oh! Also brauchen wir nochmal 1, 2 Lager. 3 Lager? Okay. Ja gut, sie werden uns ja nicht schlecht, also gut. Jetzt hier veräppeln? Ich hab da jetzt da. Mann. Stabilisator, Koppelstange hinten. Stoßdämpfer. Brauchen wir nur einen. Hinten, ah. So, jetzt geht's los. Ah. Ja, geht los, ja. Querlenker A, hinten A, hinten B. Stabi. Ah. So, und dann ist jetzt nur noch der Axtschenkel. Ja. Axtschenkel A. Ach ja, Hinterradschenkel. Ah. Wunderbar. Können wir wieder einbauen. Fangen wir einfach hinten an. Was war, haben wir? Oh Mann, ey, was ist denn? Entweder habe ich wieder Frosch im Hals oder so. Ich weiß es nicht, aber das nervt.
Ich sollte wirklich mir angewöhnen, noch früher schlafen zu gehen. Oh Mann. Haben wir. Jawohl. Ja, passt. Schauen wir mal vorne, was uns da jetzt wieder fehlt. Naja. Oder ich bekomme einfach nur zu wenig Luft hier, das kann sein. Also weil ich jetzt so extrem müde auf einmal bin, also ich weiß nicht warum. Ich meine, wir haben es gerade mal, wie spät haben wir es? 6:30. Also 18.30 Uhr. Ja, da fehlt mir wirklich nur der Sauerstoff. So. Erledigt. Weg ist er. Gut, also wieder mal Auftrag. Karosserie, Motorölwechsel, schwer kontrollieren, besprühe das Auto mit Standardfarbe. Ja, nehmen wir doch einfach. So. Hilfe, Mann. Oh, nee. Castor Earthquake Rex. Okay. Gut. Okay. Die Farbe ist Geschmackssache. Aber gut. Ja, dann machen wir das aber erst morgen. Und wir machen für heute mal Schluss. Oh, da fehlt zum Beispiel ein Teil. Nee, das ist falsche Farbe. Das nenne ich doch mal interessant. Ja, zwei verschiedene Farben. Cool, da sieht man wesentlich den Unterschied. Okay, gut. Aber dann war's das für heute. Ja. Bevor ich jetzt hier endgültig einpenne, es tut mir leid. Gut, aber dann... Jetzt blitzt hier irgendwas auf. Wer weiß, was das wieder ist. Gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir ein Däumchen unbedingt nach oben da, schreibt mir in die Kommentare und schaut doch mal mein anderes Let's Play rein. Vielleicht ist ja noch was anderes dann für euch mit dabei. Und dann würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr auch meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Und nochmal ein Danke an alle, die es bis jetzt getan haben. Also, wir sehen uns dann. Euer Ben Hoshi. Ciao, ciao.